Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich wieder einmal eingefunden mit zwei Brüdern in Christus aus Deutschland, Michael und Viktor, die euch inzwischen ja schon bekannt sind. Die schleppe ich ja immer mit in diesen Lesungen. Ich bin ein Mitschlepper. Wo wir die Lesung machen von dem Buch von Karl Theodor Griesinger. Über die Jesuiten und ich habe jetzt gar keine Lust, mich an den Titel zu erinnern. Jedenfalls ist es heute die 20. Lesung, wir fangen ein neues Kapitel an und ich wollte noch mal eben etwas loswerden. Ich hatte noch mal nach Tom Fress mir angehört, wo der in 2010 das Buch Code Word Babylon gelesen hat, das ich ja selber auch gelesen habe. Und er ist dann in dem Kapitel 30 so drauf eingegangen, dass der Hermann Busenbaum ein Buch geschrieben hat. Hermann Busenbaum ist, wie der Name schon sagt, ein deutscher Jesuit. Der hat ein Buch geschrieben, das hieß Medulla Theologica Moralis. Ja, also über die Moraltheologie der Jesuiten. Ich dachte, das wäre doch mal interessant, das Buch in Deutsch zu finden. Da habe ich das Internet abgesucht. Das Buch findet man aber nur in Latein. Das ist ein bisschen blöd, das spreche ich nicht und lese ich auch nicht. Das ist ein bisschen schwierig, die Sprache. Und dann bin ich auf ein Antiquariat in Bremen gestoßen und der hatte gesagt, auf Boll, ja, ich weiß es gar nicht, Boll.com, irgendeine andere, Booklooker, eine Anzeige gesetzt, dass er das Buch hat und er hatte angegeben, in Deutsch das zu haben. Dann habe ich gesagt, den rufe ich doch mal an, dann will ich doch wissen, ob das wirklich Deutsch ist. Kostet 150 Euro, aber das wäre es mir wert gewesen, wenn ich das Buch in Deutsch gekriegt hätte. Nein, es war leider nur verkehrt gedruckt. Das Buch ist auch im Grunde in Latein. Dann hat er mir aber noch einen Tipp gegeben, wenn man seltene Bücher suchen möchte oder überhaupt Veröffentlichungen suchen möchte, auch aus anderen Jahrhunderten, hauptsächlich so 17., 18., 9. Jahrhundert, dann muss man einfach nur in Google eingeben KVK. Das steht für Karlsruher Virtueller Katalog. Und er sagt, da findet man so ungefähr alles drin. Und wenn man da bestimmte Bücher in einer Sprache nicht findet, dann sind die auch in der Sprache nicht zur Verfügung. Da habe ich gesagt, das werde ich mir mal angucken. Das ist jetzt eine Sache für die nächsten Tage, dass ich da mal ein wenig schmökern werde, ob man da nicht hier und da vielleicht noch eine Rarität von irgendwelchen Büchern über die Jesuiten der letzten Jahrhunderte findet. Das finde ich eigentlich nämlich ganz interessant, weil dieses Buch von Hermann Busenbaum über die Moraltheologie ist deswegen so interessant, weil P.D. Stewart schreibt in seinem Buch, dass er hier über den Regizid, also über den Königsmord im Grunde schreibt. Jetzt mal eben sehen, wie ist das hier? His principal work, in it he taught a doctrine that was subversive of authority and of the security of kings. Ja? Also er hat eine Doktrin gelehrt, die subversiv über die Autorität der Könige untergraben hatte. Und wenn es dann weitergeht, ich habe jetzt keine Lust, das alles aus dem Englischen hier ins Deutsche zu übersetzen, geht im Grunde darum, dass Busenbaum nochmal ganz deutlich bestätigt hat, für die römisch-katholische Kirche, auch für den Jesuitenorden, dass es ein löbliches Werk ist, nach dem Motto IRNI zu verfahren, das ja der Viktor letztes Mal so schön in Deutsch aufgesagt hat. Ich kann mir ja die deutschen Worte nicht merken. Das heißt ja, Justrum Necker Regis Impius. Viktor, wie heißt denn das jetzt nochmal in Deutsch? Es ist rechtens und dann? Ja, moin moin, es ist rechtens, jegliche pietätlose und ketzerische Könige, / Herrscher zu beseitigen. Genau, das hat er geschrieben und das hat der Busenbaum in seinem Buch verteidigt. Nun, warum erzähle ich euch das alles? Aus dem einfachen Grunde, ich habe ja den Viktor auch nur durch solchen Zufall kennengelernt. Zufälle gibt es ja nicht, aber ihr versteht schon, was ich meine. Durch die Fügung des Herrn. Und der hat das Buch Hinter den Diktatoren übersetzt. Und als wir dann uns damit beschäftigt hatten, dann haben wir dadurch den Maximilian kennengelernt und der hat das Buch Romanismus und die Reformation übersetzt. Ja, vielleicht hört oder sieht dieses hier ja einer, der sagt von, ja, ich kann aber perfekt Latein, ich übersetze das Buch gerne mal, sondern nur 800 Seiten. Und übersetzt dir mal die Theologica Moralis von dem Busenbaum ins Deutsche. Wäre doch mal eine tolle Sache. Deswegen dieser Aufruf. So, und bevor ich jetzt Viktor und Michael vorstelle und die mal guten Tag sagen können, habe ich noch eine Sache, eine eigene Sache, die ich euch zu Anfang gerne mitteilen möchte. Auf meinem Haupt-YouTube-Kanal, Joggler66, habe ich im Augenblick den 29. Teil Hinter den Diktatoren, Nationalsozialismus und katholische Kirche, Teil 4 von diesem Kapitel hochgeladen. Und da habe ich heute einen Kommentar drauf bekommen,
Das finde ich so schön, das möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar sowohl mit Viktor und Michael, die mich hier begleiten, als auch mit euch an den Bildschirmen. Ja? Oh je, war ich hirnverbrannt. Deine Lesungen sind ja so ein Segen. Ich war 10 Jahre in einer charismatischen Gemeinde, hatte diese aber verlassen, weil ich in dieser Zeit schlimme Erlebnisse hatte. Ich bin dann vom Lobpreis wieder in die Rockmusik gerutscht und wollte nichts mehr von Gemeinden wissen. Seit ich deine Lesungen verfolge, lese ich wie verbissen die Bibel und habe mich letztes Jahr aus der Musikszene komplett entfernt. So ein Segen, so eine Gnade, dass ich die Wahrheit erfahren darf. Ich habe das nicht verdient und könnte unentwegt weinen, wenn ich Bilanz ziehe, was ich bisher für ein Leben geführt hatte. Ich danke meinem Herrn Jesus Christus, dass er Menschen benutzt, die unermüdlich die Wahrheit im Licht seines Wortes verkünden. Sei gesegnet, sagt Kerry K. Dafür schönen Dank. Ich habe da eine Antwort drauf geschrieben, indem ich gesagt hatte, es freut mich zu hören, dass der Herr in dir ein weiteres verlorenes Schaf gefunden hat. Und falls du gerne mal sprechen möchtest, dann siehst du hier, wie das kann. Und da habe ich den Link zu Romanismus und die Reformation Teil 1 darunter gemacht, dass er in der Beschreibungsbox und auch in dem Video hören kann, wie man mit mir Kontakt aufnehmen kann. Unter demselben Video habe ich dann noch einen anderen Kommentar gefunden und da habe ich dann eine interessante kurze Antwort drauf gegeben. Tim Kleingarn schreibt hier, sehr interessant. Wäre es Ihnen möglich, die Kernaussagen mal so kurz wie nur irgend möglich zusammenzufassen? Und zwar nicht nur von diesem Beitrag, sondern die Fakten gesamt. Ja, wenn du mich sowas fragst, dann kriegst du eine passende Antwort. Was habe ich ihm geantwortet? Ganz kurz, ganz knapp, habe ich ihm ganz korrekt geantwortet. Ja, Offenbarung, Kapitel 17, Verse 1 und 2. Noch besser kann man das gar nicht zusammenfassen. Und jetzt sind da natürlich einige an den Bildschirmen, die sagen, ja, ja, Offenbarung 17, 1 und 2, was meinst du denn damit? Was steht denn da geschrieben? Dann schlagen wir doch mal eben die Offenbarung auf. Eigentlich ist es ja nur Vers 2, der reicht ja. Aber ich dachte, zur Einleitung gebe ich ihm Vers 1 auch noch. Da steht, und einer von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm. Ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Gibt es noch eine bessere Art und Weise, das zusammenzufassen, wie er das hier gefragt hat? Michael, was denkst du? Das ist schon passend. Hallo und guten Abend aus Nettetal. Ja, ja, ich habe sonst jetzt mit der Einleitung jetzt allerdings recht kurz gehalten irgendwo. Wir sind ja jetzt eigentlich schon mittendrin in der Aufnahme. Ja. Und ich habe jetzt auch diesen Vers als sehr spannend und sehr, sehr treffend erachtet. Und vor allen Dingen ist er halt letzten Endes auch selbsterklärend. Und deswegen muss man, glaube ich, auch gar nicht die ganze Bibel gelesen haben, wenn man eigentlich schon das komprimiert haben will, dann kann man theoretisch sogar auch mit der Offenbarung anfangen, ja. Zumindest, wenn einer fragt, kannst du diesen ganzen Fall von hinter den Diktatoren nicht mal irgendwie zusammenfassen? Bei den Diktatoren geht es um Leute, die Länder, die Nationen in dieser Welt regieren. Könige dieser Erde. Und die haben Unzucht betrieben mit der Hure. Also ich fand das eine wirklich treffende Antwort. Von daher diese kurze und knappe Antwort. Und außerdem, kannst du noch was sagen. Außerdem finde ich, man kann solche Fragen immer am besten mit der Bibel beantworten. Meine eigenen Worte würden das nie gut erklären können. Bitte, Michael. Ja, es ist ja nicht nur auf hinter den Diktatoren oder ein anderes Buch bezogen, sondern generell. Wir müssen ja jetzt eigentlich nur die weltliche Auswirkung der biblischen Prophetie eigentlich erklären. Sonst nichts. Also im Endeffekt machen wir ja nur, wir beweisen ja eigentlich die Prophetie der Bibel, dass letzten Endes man ja auch die Bibel insofern, die Richtigkeit der Aussagen der Bibel insofern auch beweisen kann und darstellen kann, indem man sich halt auf die weltliche Politik und auf die weltlichen Geschehnisse dann apostrophiert und letzten Endes dann halt da die Beispiele zeigt, die halt ganz genau beweisen, dass halt letzten Endes die Menschen durch die materielle
Seite von des gefallenen Engels in Versuchung geführt werden und halt einfach die Machtbetrunkenen, wenn man das so will, mit dem Wein der Hure. Nicht nur die Machtbetrunkenen, das sind ja vor allen Dingen die Einwohner der Welt, also die normalen Bürger, die trunken sind von der Doktrin, von der Lehre dieser Könige und von der Lehre dieser Hure. Da geht es ja auf Offenbarung 17 drin. Ja, auf die Könige bezogen sind sie halt machtbetrunken und ansonsten sind die Menschen halt einfach dann sehr, sehr, doch lieber sehr komfortabel unterwegs, anstatt mal halt die Bücher zu schmökern und deswegen erachte ich ja dieses Medium so als spannend für die Leute, die vielleicht so zu lesen verlernt haben oder nicht so gut lesen können oder halt meinetwegen schlechte Augen haben oder halt einfach gar nicht mehr lesen gewohnt sind, dass sie halt einfach über dieses Medium die Sachen vorgelesen bekommen und dann plötzlich auch den Spaß daran finden, mal nachzuschlagen und mal nachzuforschen. Ne? Und das finde ich halt einfach auch eine sehr spannende Sache, wenn man dann plötzlich mal selber sieht, guck mal, der hat ja wirklich recht. Ja, man muss ja nicht dir oder mir oder Viktor oder wem auch immer glauben. Es ist ja so, wie ich es in dem Kommentar auch zu deinem eben genannten Video geschrieben habe. Die Sachen, die wir hier eruieren, die sind ja nachprüfbar. Das sind ja jetzt nicht unsere Tagebucheinträge, die wir hier zum Besten geben, sondern es sind ja letzten Endes alles Zitate von Schriftstellern, von Zeitzeugen, von Diplomaten, Politikern, Klerikalen und so weiter. Und die kann man ja nachprüfen. Ja? Und deswegen kann man uns ja keine Lüge unterstellen, wenn wir letzten Endes die ganzen Sachen halt einfach nur wie an einer Perlenschnur aufgereiht halt einfach erzählen und die Verkettung kann halt jeder für sich selber machen. Da können wir letzten Endes dem nicht vorgreifen. Da kann natürlich auch jemand meinetwegen zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber wir machen hier keine Glaskugelschau, sondern wir reihen hier einfach Fakten aufeinander. Und deswegen bin ich ja bei deinem Kanal auch hier gelandet, weil alles andere ist für mich halt einfach völlig unseriös. Aber das, was wir machen, ist, wir belegen hier die Bibelzitate mit der Kirchenhistorie, mit der Kirchenpolitik der römisch-katholischen Kirche. Und das ist das, was wir hier die ganze Zeit machen. Ja, das ist ein Punkt, den Bruder Tom Fress von Inquisition Update auch angeführt hat, den ich heute im Auto einige Stunden habe zuhören dürfen, der immer wieder den Punkt betont hat, dass es uns nicht darum geht, irgendwelche Katholiken anzugreifen. Es geht uns auch nicht darum, die katholische Kirche an sich oder so anzugreifen. Es geht uns darum, offenzulegen, dass unser Gott, der uns geschaffen hat und die ganze Erde und alles, was darin ist, geschaffen hat, bestimmte Voraussagen getroffen hat für damals, als es geschrieben wurde, die Zukunft. Und dass wir heute, die wir in dieser Zukunft oder sogar über die Zukunft hinaus, die dort beschrieben wurde, leben, aufgrund der richtigen Geschichtsstudie die Möglichkeit haben, die Vorhersagen, die Gott getroffen hat, an der Wahrheit, an den Geschehnissen, die geschehen sind, in der Vergangenheit zu messen. Und das tun wir. Das Problem ist, dass normalerweise sollte das in jeder Kirche passieren, wenn wir unseren Pastor am Sonntag oder was auch immer sprechen, wenn der da in der Kanzel steht und runter predigt, dann sollte er uns diese Dinge erklären. Wir sollten in der Schule im Geschichtsunterricht oder in der Universität im Geschichtsunterricht diese Dinge gelehrt bekommen. Aber das passiert eben nicht, weil diese ganzen Dinge, die Kirche und die Schuleinrichtungen, infiltriert und geleitet sind von dem Militärorden der Jesuiten. Und die dafür sorgen werden, dass eben die Geschichte, die sich wirklich zugetragen hat, nicht die Geschichte ist, die gelehrt wird. Es gibt ja so ein paar schlaue Leute, Michael, die sagen immer der Gewinner schreibt die Geschichte. Ja, aber dann sollte man sich auch mal davon bewusst sein, dass wenn der Gewinner die Geschichte schreibt, dass er nicht die wahre Geschichte schreibt. Dann sollte man sich vielleicht mal dazu bequemen, die wahre Geschichte, die unterdrückte Geschichte zu suchen. Genau das machen wir hier mit diesen Lesungen. Warte mal, ich wollte mal eben den Viktor kurz ans Wort lassen, weil der arme Junge sitzt ja die ganze Zeit in Hamburg und hört hier zu und kann gar nichts sagen. Viktor, noch mehr herzlich willkommen hierzu und vielleicht auch deine Meinung zu dem Thema. Ja, hallo, moin moin nochmal. Ich dachte nur ganz kurz, weil du sagtest, was mit Abschlepper, und dann dachte ich nur so in dem apropos Abschlepper, was war das noch? Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Und das passt ja auch ganz gut so auf die Jesuiten und das Thema, die Lesung, mit der wir uns ja heute beschäftigen. Ja, allgemein zu dem Thema, auf jeden Fall gebe ich da absolut auch recht. Es ist ja auch so, dass wir ja in der letzten Lesung ja auch nochmal intensiver auch uns mit der Bibel ein bisschen auseinandergesetzt haben. Das war einmal in den Büchern von Mose und in Samuel. Mhm.
Und Gib uns man einen muss ja auch, König, ne? Ja. ja, man muss ja auch mal, aber auch heute eins bedenken. Natürlich, wenn wir auch heute in der biblischen Endzeit leben, wir haben zumindest das Buch, das Wort, die Schrift immer bei uns. Wir haben heute die Möglichkeit zu sagen, jederzeit, also auch, also ich habe sie halt auch immer physisch, immer so weit es geht, nicht zu weit weg, weil, ja gut, Stromausfall, irgendwas kann ja immer mal passieren, aber wenn man sie dann wirklich dabei hat, oder wenn man auch auf Reisen ist oder wie auch immer. Das ist natürlich ein Vorteil, den die Menschen damals ja gar nicht hatten. Die hatten ja sicher, wie du auch immer sagtest, die wollten leben wie die Heiden, ne? Das Volk Israel. Und ich denke, das ist heute unser großer Vorteil, dass wir wirklich diese bewahrte Schrift, die Heilige Schrift, auch dann physisch immer bei uns haben können, was die Leute damals halt nicht hatten. Und da haben wir auch immer gesehen, dass die Übertretung oder Abfall dann doch auch immer relativ schnell, ja, vonstatten gegangen ist, solange nicht, sage ich mal, bestimmte Menschen in dem Volk oder in den Stammen dann auch das vorgelebt haben. Richtig Ich finde es vorgelebt. interessant, dass du jetzt nochmal auf Samuel eingegangen bist, wo die Israeliten gesagt haben, von wir wollen auch einen König wie die Heiden. Und dann sagst du ja, die hatten ja damals die Bibel nicht dabei, wie wir das haben. Nein, die waren noch viel gesegneter, als die Bibel zu haben, lieber Bruder. Die hatten Gott. Gott hat sie geführt, Gott hat sie gerichtet, Gott hat sie geleitet die ganze Zeit. Er war immer noch in seiner Wolke, die dem Volk vorausgegangen ist, als sie sich da in die Nation eingeteilt hatten. Gott war damals in der Stiftshütte, wie das heißt, ja, dieses Zelt, wo damals die Arche, sag ich schon, die Ark of the Covenant, also diese Bundeslade und sowas untergebracht war, da war Gott noch selbst anwesend. Weißt du, wenn ich Gott habe, wenn der hier bei mir ist, dann brauche ich die Bibel nicht, mal weiß davon sprechen, ne? Die waren ja noch viel gesegneter als wir. Und dann noch viel schlimmer, dann verstoßen sie ihn aus ihrer Mitte. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, bitte, wenn ihr noch was habt. Ja, ich hätte da eine ganz große Bemerkung jetzt. Ich muss dir nämlich einmal widersprechen, Jörg. Ach. Und zwar ist mir eben aufgefallen, wo du gesagt hast, von wegen, wir machen ja eigentlich immer Lesungen oder ganz viele Lesungen bezüglich der ganz schlimmen Jesuiten. Aber ich denke, wir müssen halt ein für alle Mal auch klarstellen, dass die Jesuiten per se gar nicht das Problem sind. Denn die Inquisition gab es schon vor den Jesuiten und wurden dann von den Dominikanern beispielsweise getrieben. Die ganzen blutrünstigen Kriege wurden dann von den Ritterorden geführt. Und im Endeffekt ist es so, dass die eigentlichen Urchristen, die Urchristengemeinde bis zum Jahre 317, 320 nach Christus auch das Weihnachtsfest nicht kannten. Im Endeffekt steht hinter allem die Organisation der römisch-katholischen Kirche, also der römisch-universellen Kirche und damit dann auch der Antichrist. Und ich denke, das ist ein Punkt. Wir dürfen jetzt nicht einfach den Eindruck erwecken, dass wir jetzt immer auf die Jesuiten draufhauen und die Jesuiten, die Kirche gekapert haben. Nein, nein, die Jesuiten sind im Auftrag der römisch-katholischen Kirche unterwegs. Sie haben die Absolution und den Auftrag der römisch-katholischen Kirche. Und deswegen ist es eigentlich nur so, dass es bei den Jesuiten meiner Meinung nach am auffälligsten ist, welche Politik da betrieben wird, weil der auch letzten Endes jetzt die Eide der Jesuiten inzwischen veröffentlicht worden sind in den Gerichtsprotokollen und. Aber ich denke, wir dürfen nie vergessen, dass es sich eigentlich um den großen Kampf Jesus gegen Satan geht, in der ganzen Zeit, den wir hier besprechen, der sich jetzt auf die Jesuiten bezieht, aber der nicht nur die Jesuiten da einschließt, sondern die ganze Organisation, die dahinter hängt. Das ist richtig. Das liegt natürlich daran, dass die Jesuiten das ausführende Organ des Willens Satans sind. So wie die Kirche Jesus Christus hier auf Erden, Leute wie du und Viktor und ich, nenne ich jetzt mal, wir die ausführenden Organe des Willens des Heiligen Geistes hier auf dieser Erde sind. Und das ist dieser Kampf, den wir führen. Das ist vollkommen richtig. Ich wollte Genau. mit dem, was ich gesagt hatte, auch gar nichts wegnehmen von den Jesuiten. Und ich muss dich im Großen und Ganzen, muss ich dich da unterstützen. Da hast du vollkommen recht. Der Teufel sucht natürlich immer Mittel und Wege, um seine Ziele zu erreichen. Und deswegen hat er den Jesuiten in die Verfassung geschrieben, der Zweck heiligt die Mittel. Das heißt, ihr könnt jeden Zweck gebrauchen, wenn ihr damit schlussendlich, oder jedes Mittel gebrauchen, wenn ihr damit schlussendlich den Zweck erreicht, den ich vorne anstelle. Das ist nämlich die neue Weltordnung. Das ist, dass die ganze Welt mir zu Füßen liegt und dass jeder Bewohner auf dieser Welt auf seinen Knien liegt und mich anbetet, anstatt den Schöpfergott der Bibel. Das ist das Endziel. Und die Jesuiten sind auch nur Mittel zum Zweck.
Und wenn morgen ein anderer Orden kommt, den der Teufel dafür gebrauchen will, dann fegt er die Jesuiten weg, wie wir den Staub vom Bord wegwischen, der sich da seit einer Woche hingelegt hat oder was. Die Jesuiten sind nur Mittel zum Zweck und sie sind, das hast du ganz richtig nochmal wiederholt, sie sind ein militärischer Orden, der im Grunde nur den Willen der römisch-katholischen Kirche durchsetzt. Und die römisch-katholische Kirche ist nichts anderes als das Spiegelbild der Kirche Jesu Christi hier auf Erden. Das Spiegelbild, damit meine ich aber eben auch spiegelverkehrt, nämlich genau das Umgedrehte, gibt sich vor als Seiende, die, als würden sie sein, die einzige wahre Kirche, und dabei sind sie die einzige wahre Kirche, die nur Verdammnis bringt und nicht die einzige wahre Kirche, die Erlösung bringt. Der Punkt ist natürlich, und das, deswegen hatte ich diese Einleitung gemacht, dass wir berücksichtigen müssen bei Geschichte, dass die Geschichte, die uns offiziell zugänglich ist, in der Geschichte widerspiegelt sich weder die Prophezeiung von Gott aus der Bibel, noch das, was sich wirklich auf dieser Welt in den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausenden zugetragen hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir außerhalb dieses, ich sage es jetzt mal, Mainstream uns Informationsquellen besorgen und dass wir dann Quellen finden, die ganz deutlich aufzeigen, dass die Dinge so passiert sind, wie Gott sie vorhergesagt hat. Über den Eid nochmal eben, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Es gibt, du hast ganz recht, man kann das googeln, der extreme Eid der Jesuiten, auf Deutsch, in Englisch, wie auch immer, man findet das im Internet. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das sind viele Leute, die sagen von, ja, aber dieser Eid ist ja gelogen, das ist ja überhaupt nicht wahr. Der Punkt ist, das hat Tom Fress heute auch nochmal deutlich gemacht in den Sendungen, die ich gesehen habe, er war wirklich gut drauf heute. Es spielt gar keine Rolle, ob dieser Eid echt ist oder ob dieser Eid gelogen ist. In der Bibel steht geschrieben, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich brauche den Eid der Jesuiten nicht, ich muss mir nur anschauen, welche Werke sie durch die letzten Jahrhunderte durchgemacht haben und welche Früchte das fortgebracht hat. Und daran kann ich die Taten ablesen, daran kann ich ablesen, dass das, was in dem Eid steht, 100% durchgesetzt wird. Ich brauche den Eid gar nicht. Der Eid ist im Grunde nur eine Bestätigung dessen, was ich sowieso schon weiß, wenn ich die richtigen Fakten mir in der Vergangenheit ansehe. Ja? Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den wir damit beinehmen. Weil Michael hat vorhin den Punkt schon gemacht. Wir gehen hier auf Wahrheiten ein. Es geht nicht darauf ein, was ich sage, was Michael sagt oder was Viktor sagt. Es geht nicht darauf, was Theodor Griesinger sagt oder was Henrik Retten-Guinness sagt oder James Atkin Wiley oder Martin Luther oder Johannes Calvin oder William Tyndale oder John Wycliffe oder Mortimer, andere Protestanten, andere Reformatoren. Da geht es gar nicht drum. Es geht darum, was ist von Gott vorhergesagt und wie ist es dann in dieser Welt wirklich umgesetzt worden? Und dafür brauchen wir die wahre Geschichte, um das zu erkennen. Dann haben wir einen ganz großen Vorteil gegenüber der breiten Masse, die sich vom Fernsehen leiten lässt und die tatsächlich glauben, dass 19 Camel-Jockeys mit Handtüchern als Turban auf dem Kopf gewickelt, mit solchen Kartonschneidern zwei Flugzeuge entführt haben und dafür gesorgt haben, dass drei Türme eingestürzt sind am 11. September 2001. Ja? Mhm. Ja. Wenn man sich diese Dinge anguckt und man glaubt diesen Quatsch, dann hat man gar nicht mehr die Motivation, nach der Wahrheit zu suchen. Und das ist, was wir hier mit diesen Lesungen, auch wenn wir jetzt noch gar nicht angefangen haben in der ersten halben Stunde, Entschuldigung dafür, was wir mit diesen Lesungen besorgen wollen. Wir wissen, dass die Leute heutzutage nicht mehr gewohnt sind, sich hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Vielleicht nochmal Moby Dick, vielleicht nochmal Harry Potter, vielleicht nochmal 50 Shades of Grey. Aber ein Sachbuch zu lesen oder ein wirkliches Geschichtsbuch zu lesen, ist den Leuten ferne. Und wir hoffen, mit solchen Lesungen wie diesen den Leuten das noch beizubringen und es schmackhaft zu machen und das Interesse zu wecken, sich selbst mit solchen Dingen zu interessieren. Wie ich am Anfang gesagt hatte, wo ich mich erkundigt hatte nach diesem Buch von Hermann Busenbaum, Medulla Theologica Moralis. Ich meine, 800 Seiten Schmöker in Latein aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts. Ihr könnt euch vielleicht denken, das ist nicht gerade ein einfaches Buch, aber es wäre interessant, das mal zu lesen. Ja. Und das ist ein Punkt, auf den ich jetzt mal wirklich eben eingehen wollte. Und ich glaube, dass Michael mich da in der Hinsicht auch unterstützt, richtig? Ja, danke, dass ich nochmal das Wort habe. Ja, natürlich. Es geht da einfach darum, ich sehe immer, welche Kommentare unter unseren Videos sind. Und diese Kommentare, die da sind, die eben nicht so positiv ausfallen, kommen immer aus derselben Ecke, aus der Ecke der Leute, die überhaupt nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben.
Und deswegen werden wir angegriffen, weil nämlich eben diese Leute nicht in diesen Kontext verstehen. Die verstehen nicht, dass die Jesuiten im Endeffekt wiederum eine Frontorganisation sozusagen ist der römisch-katholischen Kirche, zumindest der römisch-katholischen Doktrin. Das heißt, wir haben immer permanent eine Sache, die immer wie eine Zwiebelschale, immer eine neue Schale, und wir kommen einfach nicht zum Kern. Und die Jesuiten sind auch nicht eigentlich der Kern des Problems, sondern wieder nur eine Schale, die man halt weiter abgeschält hat. Ja, der Kern des Problems ist Satan, ja. Genau, und das ist die Geschichte. Das verstehen die Menschen nicht. Die sagen, ja, ihr mit eurem Jesuiten sind bestimmt nicht Juden, sind die Hochfinanz, sind was weiß ich wo. Nein, das Problem ist letzten Endes, ihr versteht es so lange nicht, bis ihr nicht den Kontext zum Wort Gottes herstellt und dann vergleicht. Und dann würde es euch wie Schuppen aus den Haaren fallen, wie die Bibel tatsächlich davon spricht und wie die Prophetien der Bibel eingetreten sind. Und das ist der Punkt. Die Leute versuchen das immer aus dem weltlichen, politischen, finanziellen Kontext heraus zu begreifen, und das funktioniert nicht. Die laufen von links nach rechts wie eine Hühner, gar keine Bande, aber es funktioniert einfach nicht, wenn man nicht den Kontext versteht, wie die ganze Geschichte über die Jahrtausende jetzt schon funktioniert und läuft. Und das ist der Punkt dabei. Und ich hoffe, wir kommen heute noch zur Lesung. Heute geht es sich nämlich um einen lateinamerikanischen Staat, der besonders bei Politikern aus dem ehemaligen Osten bezüglich seines Kommunismus sehr hoch im Ansehen ist. Ja, wenn Victor jetzt nicht noch eine abschließende Bemerkung hat zu dieser beginnenden Diskussion, was ich natürlich schätzen würde, dann können wir ja anfangen. Also ich denke, ich könnte jetzt sicherlich auch noch mal so ein, zwei Dinge ansprechen. Ja, und bitte tu es, bitte tu es. Ja, das werde ich auch tun. Ich werde mich dann aber bis zu einem gewissen Punkt dann eigentlich auch noch ein bisschen zurückhalten. Aber nichtsdestotrotz einmal noch ganz kurz zu sprechen auf deine Antwort auf den ersten Kommentar, den du ja vorhin kurz gezeigt hattest. Ich meine, wenn man sich das mal wirklich diese zwei Verse vor Augen führt, dann, ja, ich meine, mir fällt nichts anderes ein, außer dass das wirklich eine höhere Macht verfasst haben kann. Kein Mensch auf der Welt hätte jemals von sich aus sowas hätte verfassen können. Da muss ich dich mal kurz unterbrechen. Erinnerst du dich in einer der früheren Lesungen von Romanismus und die Reformation, dass Henry Gretton Gillis den Leser des Buches aufgefordert hat, beschreiben Sie den Romanismus innerhalb von den nächsten 10 Minuten, beschreiben Sie ihn auf diese und diese und diese Art und Weise, packen Sie das alles damit rein, das Entstehen, die Dauer, die Taten, das Verfolgen und so weiter, den Untergang, alles drum und dran, und machen Sie das alles so, dass jeder das versteht, und machen Sie das bitte innerhalb von 10 Minuten. Erinnerst du dich da dran? Ja, das ist ein guter Vergleich. Erzähl weiter. Ja. Und dann hat er gesagt von, schaut, ich zeige euch das. Und das sind die ersten 17 Verse aus Daniel Kapitel 2. So, fertig. Ich weiß nicht, ob sie genau die 17 Verse waren oder was, aber es war Daniel Kapitel 2 oder Daniel Kapitel 7. Und dann hat er das angeholt und hat gesagt, das hat Daniel geschrieben, und schaut, genau das ist das. So, wenn einer so eine Zusammenfassung will, ich habe es noch ein bisschen mehr zusammengefasst, aber man muss natürlich für die Offenbarung 17, 1 und 2 zu verstehen, ein bisschen Hintergrundwissen aus der Bibel haben, sonst erklärt sich das damit auch nicht. Man kann solche Dinge auch nicht innerhalb von der einen auf die andere Sekunde oder mit wenigen Worten erklären. Ich meine, die Bibel hat, je nachdem wie sie gedruckt ist, über 1000 Seiten. Gott macht sich doch nicht die Mühe, über 1000 Seiten zu schreiben, wenn er es auf 2 Seiten hätte machen können, ne? Ja, genau. Also ich finde ja auch nochmal da, jetzt wo du das sagst, ist natürlich klar, wir haben jetzt natürlich auch ein anderes Hintergrundwissen. Ja, wir schöpfen aus einer anderen Quelle, oder beziehungsweise unser Fundament ist halt die Wahrheit, und daran leitet sich dann halt alles entsprechend ab. Dass wir natürlich jetzt so zwei Bibelverse auf, beziehungsweise mit so einer Frage natürlich darauf dann auch antworten und das dann auch verstehen, beziehungsweise unser Gegenüber dann natürlich, wenn er nicht bibelfest ist, Nachteil hat, das dann natürlich ja so zu verstehen. Aber im Grunde genommen denke ich auch, dass wir ja hier auch mit diesen Lesungen nochmal ganz deutlich machen, damit auch, dass die Bibel wirklich der Maßstab ist und daran alles gemessen werden muss. Ja, waren das jetzt deine Bemerkungen, bevor wir in die Lesung gehen? Ja, das wäre soweit. Prima, gut, dann fangen wir da jetzt mit der Lesung an. Hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert, aber auch solche Dinge sind ja mal wichtig, dass man sie erwähnt.
Wie Michael bereits gesagt hat, wir gehen in ein sehr interessantes Thema in der 20. Lesung. Wir gehen in das vierte Kapitel des sechsten Buches, Der große Handel um Paraguay oder Don Sebastian Josef Carvalho y Mollo, Graf von Uras und Marquis de Pombal. Sehr interessante Personen, die wir jetzt im Lauf dieser nächsten Geschichte kennenlernen. Ich habe schon die ersten knapp 10 Seiten in diesem Kapitel vorgelesen, also habe mich da ein bisschen darauf vorbereiten können. Der wichtige Punkt, den ich hier machen will, ist, man sollte sich daran erinnern, dass wir über Paraguay bereits im zweiten Buch, also im ersten Band, im zweiten Buch gelesen haben. Und wer sich das nicht mehr erinnern kann, der sollte vielleicht auf diese alten Videos nochmal zurückgehen oder sich das Buch runterladen und das nochmal durchlesen, dass er schon mal sich in Paraguay ein wenig einlesen kann. Aber das, was hier jetzt beschrieben wird, das ist sehr interessant. Und deswegen fährt der Autor jetzt hier fort und sagt, wie unendlich fest die Söhne Loyolas ihre Macht schon gleich nach der Entstehung ihres Ordens in Portugal zu gründen verstanden, habe ich im zweiten Buche dieses Werkes erzählt. Und es dürfte deshalb beinahe überflüssig sein, hinzuzusetzen, dass sie selbst die unbedingteste Überzeugung hatten, an dieser ihrer Machtstellung könne nun und nimmer, also nie und nimmer, etwas geändert werden. Ihnen war ja stets die Erziehung des Kronprinzen so wie alle sonstigen königlichen Sprösslinge anvertraut. Und kein Mensch konnte sie also daran hindern, schon in die kindlichen Gemüter der Prinzen die tiefste Ergebenheit und die innigste Liebe zu dem Orden Jesu zu pflanzen. Sie lebten ja als die allmächtigen Gewissensräte des jeweiligen Königs sowie des ganzen königlichen Hauses am Hofe, und dem Beispiel der regierenden Familie folgten natürlich alle Staatsminister, alle Großen des Reichs, mit einem Worte jeder, der von der Regierung etwas zu hoffen oder zu fürchten hatte. Und das ist heute nicht anders. Wer hätte es also wagen dürfen, ihnen je in irgendeinem Stücke entgegen zu sein oder gar ihren Willen in einer wichtigeren Sache zu durchkreuzen? Wer hätte es vollends wagen dürfen, ihnen die Zügel des Regiments über den Staat aus den Händen zu reißen und sie von dem Throne des Übermuts, den sie sich erbaut, hinabzustürzen in die tief bescheidene Stellung eines Dieners des Herrn, dem es um nichts zu tun ist, als um das Seelenheil der ihm anvertrauten Beichtkinder? Trotz allem aber geht der Krug bekanntlich nur so lange zum Wasser, bis er bricht. Und die Vorboten des kommenden Bruches zeigten sich schon unter dem König Johann dem V., der von 1706 bis 1750, eine ganz schön lange Zeit, 44 Jahre lang, regierte. Besagter Johann der V. nämlich, obschon von frühester Jugend an von jesuitischen Lehrern erzogen und von jesuitischen Beichtvätern geleitet, wählte sich doch sofort, nachdem er König geworden war, einen Gewissensrat, also Beichtvater, aus dem Weltpriesterstand und ließ sich während seiner ganzen Regierungszeit nicht mehr dazu bringen, einen Jesuiten zum Beichtvater zu nehmen. Ohne Zweifel bestimmte ihn übrigens hierzu weniger die Überzeugung, dass der Orden Jesu durch seine Herrschsucht und Anmaßung sowie insbesondere durch seine immoralischen Grundsätze ein gemeinschädlicher sei, als vielmehr die persönliche Abneigung vor diesem oder jenem Hofjesuiten, denn er ließ die Söhne Loyolas im Übrigen wie sonst gewähren und hatte gar nichts dagegen einzuwenden, dass seine Familie oder besser gesagt die sämtlichen Prinzen und Prinzessinnen seines Hauses fortfuhren, ihr Gewissen den Mitgliedern der Sozietät Jesu anzuvertrauen. Somit benahmen sich die Söhne Loyolas, als ob ihnen aus der Beichtvaterstelländerung des Regenten gar kein Leid erwüchse. Und unter der Hand verbreiteten sie sogar die Meinung, jene Änderung sei ihnen ganz erwünscht gekommen, weil man sie sonst für manche wilde Zornhandlung des oft unbändigen Herrn, in solchem Zustande taktierte er nicht selten selbst wie die höheren Würdenträger und Adligen mit Stockschlägen und Fußtritten, moralisch verantwortlich machen würde. Sei dem aber, wie es wolle. Entschuldigung. So hätten die Jesuiten wenigstens darüber einige Beunruhigung empfinden sollen, dass besagter König Johann der V. anno 1714 nach dem Muster der französischen Akademie eine Academia Portuguesa,
stiftete. Denn es lag darin nicht nur ein offenkundiger Hieb auf ihr bisheriges Erziehungs- und Lehrmonopol, sondern es war diese Akademie auch der Einigungspunkt für die damaligen besten Köpfe Portugals, deren Reden und Schriften gleich entwärmenden Lichtstrahlen durch die bisherige kalte Finsternis der vaterländischen Literatur drangen. Überdem verlangten die Akademisten ohne weiteres, dass wenigstens in den größeren Städten Portugals neue Schulen angelegt würden, in welchen man nach einer anderen Methode, als die Jesuiten bisher gewohnt waren, Unterricht erteile. Und, mit einem Worte, es mehrten sich die Anzeichen, dass ein Sturm gegen die Mitglieder der Sozietät Jesu im Anzuge sei. Diese aber wurden, als der König bei überhandnehmendem Alter mehr und mehr in geistige Schwäche verfiel, übermütiger denn je. Und nachdem vollends anno 1750 sein Sohn Josef I., welcher den Vater Morere, einen ihrer ausgezeichnetsten Brüder zum Beichtvater hatte, an die Regierung gekommen war, da hätte es keinem von ihnen, ja, vielleicht sogar keinem Menschen auf der ganzen Welt geträumt, dass kaum ein Dezennium später ihre Existenz sowohl in Portugal selbst als auch in allen portugiesischen Kolonien vollständig vernichtet sein würde. Doch es ist ein altes Sprichwort: Der Mensch denkt und Gott lenkt. Und dieses traf auch hier ein, denn jener furchtbare Schlag, der den Orden Jesu in seinen Grundfesten erschütterte, kam von einer Seite, von der man es am wenigsten erwartet hätte. Der Leser erinnert sich ohne Zweifel daran, was ich ihm über die Besitzungen der Söhne Loyolas im südlichen Amerika erzählt habe. Und insbesondere bitte ich ihn, sich das in seinem Kopfe wieder zu vergegenwärtigen, was über das große Jesuitenkönigreich Paraguay berichtet worden ist. Über jenes reiche und ausgedehnte Land, das die Größe von Frankreich hatte, herrschten die Söhne Ignatie, respektive ihr General zu Rom, mit unumschränkter monarchischer Gewalt, eine Theokratie. Denn wenn auch nominell der König von Spanien der Oberherr war, so durfte doch nie und nimmer ein spanischer Statthalter über die Grenzen, und die ganze sogenannte Oberherrschaft der spanischen Krone bestand darin, dass sie ein Kopfgeld von der Einwohnerschaft Paraguays bezog, notabene aber ein Kopfgeld, dessen Größe die Jesuiten selbst bestimmten und das daher fast mehr als gering ausfiel. So stand's um die große Monarchie Paraguay, von deren Existenz man übrigens, worauf ich schon im ersten Buch aufmerksam machte, in Europa bis zum Jahr 1750 so viel wie gar nichts wusste. Ebenso wenig wusste man von ihrem Handel. Man wusste nichts von ihren Erzeugnissen, ihren Einwohnern, von ihren Grenzen, von ihren Einrichtungen und was dergleichen mehr ist, sondern alles war in ein tiefes Geheimnis gehüllt, zu welchem nur allein die Söhne Loyolas den Schlüssel hatten. Darum, wenn es auch je einmal einem Reisenden in das große Binnenland trotz der fast hermetischen Abschließung, in die seine Herrscher hielten, durch List oder auf eine andere Art und Weise gelang einzudringen, und wenn er dann einen wahrheitsgetreuen Bericht über das Wenige, das er sah, denn man schaffte ihn gleich wieder zum Lande hinaus, wenn man ihn nicht etwas noch Schlimmeres antat, in die Welt hinaussandte, so vermeinte die staunende Menschheit ein Märchen zu hören und schenkte der Sache keinen weiteren Glauben. Tja, da habe ich einen kleinen Kommentar zu geschrieben. Wie war denn unsere Vorstellung der Länder hinter dem eisernen Vorhang in der Zeit des sogenannten Kalten Krieges? Wie war denn unsere Vorstellung, wie es in Ländern der UdSSR zugeht oder wie es in China zuging bis vor einigen Jahren? Diese Länder sind mehr oder weniger abgeschnitten von der Berichterstattung in der westlichen Welt, in der wir leben. Also ich kann ja nur für mich selber sprechen, aber ich habe oftmals den Eindruck gehabt, in Russland, da fahren die immer noch mit Pferdekarren und Ochsenkarren durch die Gegend. Autos haben die da wahrscheinlich gar nicht viel. Straßen, Zivilisation, wie wir das haben, kennen die das da? Ich meine, kann ja sein, dass ich deswegen ein bisschen blauäugig war. Ich spreche jetzt von vor einigen Jahren, also von mehr oder weniger der Zeit, in der ich ein junger Erwachsener war. Da habe ich so drüber gedacht. Man hört doch von diesen Ländern noch nichts. Als ich in der Schule war, da haben wir uns den Film Gandhi angeguckt. Ja, welchen Eindruck kriegt man denn da von Indien?
nicht gerade, dass das ein besonders vorausstrebendes Land ist. Und Indien ist ja ebenso vorausstrebend, wie China das heute ist. Wenn man sich heute mal Bilder ansieht, die man aus China kriegt, das passt oftmals gar nicht mit der Vorstellung überein, die man hat. Und das ist hier genau das, was der Griesinger beschreibt. Leute hatten überhaupt gar keine Vorstellung von, was da überhaupt passieren konnte, weil man hat da ja nie von gehört. Wie malen wir uns in unserer Fantasie aus, wie es irgendwo zugeht und was ist von dieser Fantasie dann rechtens? Habe ich da einen Punkt mit, Michael, Viktor? Seht ihr das anders oder seht ihr das auch so, wie ich das hier meine? Ja, wenn man sich so die Schulhistorie anschaut, was man in der Schule gelernt bekommt, hat es ja meistens eh nicht viel mit der Wahrheit zu tun. Ne? Und wenn ich mich jetzt auf die Person Gandhi einschießen soll, dann haben wir wieder eine Stunde länger. Nein, es geht nicht darum, sich auf die Person Gandhi einzuschießen. Es geht darum, wie in dem Film Gandhi das Land damals dargestellt war. Und wenn man irgendwelche Berichte aus zum Beispiel China oder aus Russland oder Sowjetunion, sage ich jetzt mal, damals gesehen hat, ja. Wie sie das rübergebracht haben, das ist doch so, wenn man das vergleicht an unsere westliche Zivilisation, um es jetzt mal so zu nennen, ist der ganze Rest doch vollkommen rückständig. Ne? Ja, schon, aber das war der Eindruck, den sie uns vermittelt hatten. Das ja, klar, aber das war ja halt damals unter englischem Protektorat sozusagen. Das war ja Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist ja auch schon ein paar Tage her. Und heutzutage geht halt Indien den Weg des Globalismus sozusagen, ne? Wobei das Kastensystem ja nach wie vor da Bestand hat. Da hat Gandhi ja auch nichts dran ändern wollen. Insofern gebe ich dir schon recht. Aber ich denke, wir gehen halt einer kompletten Schnittmenge entgegen, dass die reichen Länder oder die jetzigen Industriestaaten halt immer mehr in die Verschuldung getrieben werden und die damaligen Entwicklungsländer halt immer hochtechnologisierter werden und auch mit Billiglöhnen dann halt da produzieren. Von daher hat sich ja die ganze Weltsituation geändert und es geht halt immer mehr auf den Klimaxzins zu, dass wir halt alle gleich werden. Das stimmt. In China lachen sie über Länder wie uns hier und denken, dass wir vorausstreben, die lachen sich kaputt und sagen, guckt uns mal an. Man sollte sich mal eine Stadt angucken wie Shenzhen zum Beispiel, die eine halbe Stunde U-Bahnfahrt außerhalb von Peking liegt. Unglaublich, wenn man sich da anguckt, den Fortschritt, den die da haben. Fortschritt im Vergleich zu, wie wir teilweise leben, aber nicht gerade erstrebenswerter Fortschritt. Das möchte ich da eben mal mit beisagen. Nein, mir ging es halt nur um den Punkt eben mal deutlich zu machen, dass wenn dann mal einer in diese Welt kommt und da irgendwelche Dinge von bekannt macht, dann haben die Leute da Schwierigkeiten, das zu glauben, weil sie haben nie von dem Land gehört. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie das da zugeht. Das war eigentlich mein Punkt. Aber weißt du, ich könnte da noch ganz, ganz kurz dazu sagen, ich denke, das geht alles mit einem exponentiellen Tempo weiter. Also die Länder und die Dinge, die wir noch kennen aus unseren Erzählungen, aus den Erzählungen unserer Eltern, aus alten Filmen. Das geht jetzt mit der Technologisierung und Digitalisierung alles so horrende schnell, dass halt einfach irgendwann der Mensch nicht mehr mitkommt. Und genau da liegt für mich der Knackpunkt drin. Wir werden halt letzten Endes irgendwann von der Technik und von der Bevormundung völlig überrollt werden. Und wir werden nicht mehr Schritt halten mit es ist eben kein natürlicher Prozess, der irgendwo linear geht, sondern es geht an allen Fronten immer weiter und immer weiter. Und deswegen werden auch dann in 50 oder 100 Jahren werden wir halt hier dieses Fleckchen Erde oder Fleckchen Land, wo wir gerade liegen, wahrscheinlich dann auch nicht mehr großartig wiedererkennen. Es geht halt alles letzten Endes nach Plan. Ja. Dem kann ich nicht viel entgegensetzen. Das stimmt. Dann lesen wir mal weiter. Nun aber mit dem Jahr 1750 sollte auf einmal Licht in die Sache kommen. Der Krone Portugal nämlich gehörte jenes weite Ländergebiet, welches unter dem Namen Brasilien bekannt ist. Als das Eigentum der Krone Spanien dagegen figurierte das ganze große Territorium, welches sich von Brasilien an bis zum Stillen Ozean erstreckt. Also die jetzigen Staaten, Mitte des 19. Jahrhunderts, bitteschön, Bolivia, also Bolivien, Peru, Chile, der argentinische Bund, Montevideo, Uruguay, Buenos Aires, Paraguay und so weiter. Einen großen Wert hatten manche dieser Gebietsteile nicht, da man sie gar nicht auszubeuten verstand. Viele kannte man nur dem Namen nach. Das heißt, sie waren bloß auf den Landkarten verzeichnet, die man, so gut es eben ging, von Sachverständigen hatte fertigen lassen. Dem ungeachtet aber wachte jede der beiden Kronen mit Eifersucht darüber, dass ihr die andere nichts von ihrem Anteil nehme.
Und da hierüber schon oft und viel langwierige Streitigkeiten entstanden waren, so unterhandelten die zwei genannten Regierungen, also die spanische und portugiesische, seit dem Jahr 1748 über eine genauere Grenzregulierung miteinander. Endlich, im Jahre 1750, genau am 13. Januar, kam man damit zustande und der betreffende Staatsvertrag wurde kurz vor dem Tode Johannes des V. abgeschlossen. In dem Vertrag aber setzte man unter anderem fest, dass zur besseren Arrondierung der beiderseitigen Gebiete Portugal die große Kolonie San Sacramento an Spanien, Spanien dagegen einen bedeutenden Teil von Paraguay, wie sich nachmals herausstellte, die Bezirke oder Reduktionen St. Angelo, St. Giovanni, St. Michele, St. Lorenzo, St. Luigi, St. Ricolo und St. Borgia an Portugal respektive an Brasilien abtreten sollte. Dieser Passus des Vertrages nun brachte die größte Aufregung im Lager der Jesuiten hervor. Denn wenn er durchgeführt wurde, so bekam ihre bisherige Monarchie in Paraguay durch ihre Teilung in eine spanische und portugiesische Portion einen gewaltigen Riss. Und über dem stand zu befürchten, dass die portugiesische Portion, etwa der vierte Teil der bisherigen Monarchie, ihnen ganz entrissen werde, weil die portugiesische Regierung, so wie sie jetzt beschaffen war, in alle ihre Kolonien Statthalter sandte, welche die weltliche Macht und Regierung mit Energie in die Hände nahmen. Und wir müssen uns erinnern, in Paraguay hatten die Jesuiten dafür gesorgt, dass es überhaupt gar keine weltliche Regierung kam. In den Reduktionen, die wir ja früher in dem Buch gelesen hatten, herrschte lediglich eine Theokratie. Die Jesuiten mit ihrer Gottesregierung haben da geherrscht und haben lediglich den Stammesältesten die Möglichkeit gegeben, hier und da kleine Dinge zu regeln, wobei sie aber auch die Zustimmung bei bestimmten Entscheidungen, vor allem den Gerichtsentscheidungen und sowas, immer die Entscheidung des vorgesetzten Jesuiten einholen mussten in der jeweiligen Reduktion. Es gab dort keine weltliche Regierung. Und jetzt sehen sich die Jesuiten halt damit konfrontiert, dass hier die portugiesische Regierung, so wie sie jetzt im Augenblick im Mitte des 18. Jahrhunderts beschaffen war, in alle ihre Kolonien Statthalter sandte, welche die weltliche Macht und Regierung mit Energie in die Hände nahmen. Das heißt, sie hätten eine weltliche Regierung gegründet, die es davor nicht gab und damit den Jesuiten ganz deutlich Macht entnommen. Ja, selbst von Spanien musste man ähnliche Maßregeln befürchten. Wenn dasselbe einmal durch die vorgenommene Grenzregulierung den Reichtum und die Größe dieses ihm bis jetzt unbekannt gebliebenen Gebietsteiles kennengelernt haben würde. Und, mit einem Wort also, es stand der Verlust des ganzen herrlichen Königreichs in Aussicht, wenn es wirklich zu der vertragsmäßig stipulierten Teilung von Paraguay kam. Diese Teilung musste also um jeden Preis, sei es so oder so, verhindert werden. Denn ein jeder Regent wehrt sich aufs Blut, wenn äußere Feinde sein Reich angreifen oder ihm gar mit Entthronung drohen. Und genau dem sahen sich die Jesuiten hier ausgesetzt. Ja, sie waren die Regierenden von Paraguay und sahen sich jetzt einem Angriff von äußeren Feinden, nämlich der weltlichen Regierung, die Portugal da wahrscheinlich hinlassen würde, bedroht. Zuerst versuchten es die Jesuiten auf gütlichem Wege und reichten, sobald sie genaue Kenntnis von dem abgeschlossenen Vertrage hatten, eine Vorstellung an dem Hofe von Madrid ein, in welcher sie mit großer Ausführlichkeit auf die Schwierigkeiten, auf die Gefahren und die Nachteile des projektierten Tausches aufmerksam machten. Die neu getauften Ureinwohner Paraguays, sagten sie darin, hätten wegen der vielen Bedrückungen, welchen ihre Brüder im angrenzenden Brasilien ausgesetzt seien, einen solchen Abscheu vor den Portugiesen, dass sie eher in die Wildnisse des inneren Amerikas entfliehen, als sich der Krone von Portugal ergeben würden. Sollte man aber trotzdem mit dem Tausche fortfahren, so verlöre Spanien mehr als 40.000 fleißige Untertanen, ohne für diesen Verlust durch die Kolonie San Sacramento irgend genügend entschädigt zu werden. Portugal würde sich also durch den Tausch auf Kosten Spaniens bereichern.
Und außerdem stünde zu befürchten, dass die großen herrlichen Waldungen, welche sich in den bewussten 7 Reduktionen befänden, den Portugiesen sowie den ihnen befreundeten Engländern Holz zur Erbauung von Kriegsschiffen, das ist Gelegenheit darböten, die spanischen Besitzungen mit Waffengewalt anzugreifen. Durch diese und andere ähnliche Vorstellungen suchten die Söhne Loyolas auf die spanische Regierung einzuwirken, dass sie den bewussten Vertrag annulliere, und in solchem Bestreben wurde sie von ihrem Mitbruder, dem Pater Ravago, Beichtvater des Königs Philipps V., aufs Eifrigste unterstützt. Merkwürdig aber, zu derselben Stunde, da sie diese Sprache zu Madrid führten, reichten sie der portugiesischen Regierung zu Lissabon von San Sacramento aus eine auf dasselbe Ziel losarbeitende Schrift ein, in welcher jedoch die Sache so dargestellt wurde, dass der Tauschtraktat rein bloß zum Schaden Portugals gereiche und dass also die portugiesische Regierung der betrogene Teil wäre, wenn es zur Vollziehung des Traktats käme. Wir sehen also, wie die Jesuiten hier mit gespaltener Zunge oder doppelzüngig reden. Sie spielten also nach ihrer alten Gewohnheit ein doppeltes Spiel. Und da, wie in Madrid der Pater Ravago, so in Lissabon der Pater Morere, ihre Bestrebungen durch seine beichtväterliche Gewalt unterstützte, so wäre es ihnen beinahe gelungen, diese Forderungen auch durchzusetzen. Wenigstens sandte König Joseph anno 1751 einen eigenen Minister, Anton Lobo di Gama, nach Madrid mit dem Auftrag, den abgeschlossenen Tauschkontrakt womöglich rückgängig zu machen. Allein seine Bemühungen scheiterten an dem festen Benehmen der Königin Elisabeth, Gemahlin Philipps V., welche einen großen Einfluss auf ihren Eheherrn ausübte. Und so blieb nichts übrig, als von beiden Seiten die Kommissäre zu bezeichnen, welche die Grenzregulierung vornehmen sollten. Die Krone Spaniens erkannte dazu den Marquis de Valdeliros, die Krone Portugal den General Gomes Freire d'Anbrada, und da beides Männer von erprobter Klugheit und Energie, zugleich aber auch von so gemäßigtem Charakter waren, dass sie weder besondere Freundschaft noch Feindschaft gegen die Jesuiten hegten, so durfte man hoffen, die Grenztauschvollziehung werde ohne irgendwelche bedeutenden Schwierigkeiten zu Ende gebracht werden können. Somit traten die beiden Bevollmächtigten ihre Mission mit frohem Gemüte an, und ganz von denselben Gefühlen war auch ihr Gefolge beseelt, das außer einigen bewaffneten Dienern fast nur aus Mathematikern und Feldmessern bestand. Von allen diesen Vorgängen erhielten die Jesuiten in Paraguay frühe genug Kunde, um ihre Vorkehrungen treffen zu können, respektive um von ihrem General zu Rom die nötigen Verhaltungsbefehle einzuholen und einen definitiven Entschluss zu fassen oder einen Schlachtplan auszuarbeiten, was nun geschehen solle. Sollte man sich, nachdem der sogenannte gütliche Weg ins Wasser gefallen, demütig unterwerfen und die lange gewohnte Herrschaft mit allem daran hängenden Reichtum ohne weiteres fahren lassen? Oder sollte man der Invasion gewalttätigen Widerstand leisten und die Feinde, Spanier wie Portugiesen, mit den Waffen in der Hand von der Betretung des Landes abhalten? Wir haben, sagten sich die Söhne Loyolas, eine 500.000 Untertanen. Und unter diesen mindestens 50.000 Waffenfähige, die zum größten Teil bereits gut exerziert sind. Wir haben ferner Waffen in Menge und sogar Kanonen, deren Zahl wir in unseren Gießereien in kürzester Frist verdoppeln können. Wir sind also widerstandsfähig, selbst gegen eine starke Armee, während doch der Feind, wegen der großen Entfernung Portugals und Spaniens, ja, sie müssten ja den ganzen Ozean übersegeln, sowie wegen der ungemeinen Schwierigkeiten, welche der Seetransport immer mit sich führt, uns nur eine geringe Truppenzahl entgegenzustellen imstande sein wird. Warum sollten wir uns also nicht wehren? Also kalkulierten die Jesuiten, und diesem Kalkül gemäß fassten sie auch ihre Beschlüsse. Zugleich aber sagte ihnen auch ihre Klugheit, dass sie sich, um nicht ganz Europa gegen sich aufzubringen, natürlich nicht offen
an die Spitze der Rebellion stellen dürften, sondern dass sie vielmehr in dieser Beziehung der Welt Sand in die Augen streuen müssten. Und somit lautete die weitere Vorschrift von Rom, Zitat, es sei die Rebellion zwar von den Herren Patribus zu leiten, aber nur versteckt und vom Hintergrunde aus. Paraguay ist also in vielen Dingen ein Paradebeispiel für zukünftige Missionen. Fallen uns dafür irgendwelche Beispiele ein, wenn wir jetzt akzeptieren, durch das Lesen dieses Buches von Griesinger, dass der General in Rom sagt, es sei die Rebellion zwar von den Herren Patribus zu leiten, aber nur versteckt und vom Hintergrunde aus, welche Beispiele fallen uns noch dazu ein, wo die Jesuiten dies in Paraguay erst getan und dann später in anderen Stellen perfektioniert haben. Genau wie sie die Reduktionen, der Ursprung des Kommunismus war, den sie dann später in der Sowjetunion und heute in China mehr oder weniger zur Perfektion getrieben haben. Das ist eine Frage, die ich an meine beiden Kameraden hier, die mit mir über Skype verbunden sind, eben mal stelle. Es sei die Rebellion zwar von den Herren Patribus zu leiten, aber nur versteckt und vom Hintergrunde aus. Könnt ihr noch andere Beispiele nennen, wo die Jesuiten das getan haben? Stell da mal die Gegenfrage, wo haben sie es nicht gemacht? So kann man das auch sagen, ja. Aber wir erinnern uns doch zum Beispiel mal daran, wie sie die Macht übernommen haben im Dritten Reich in Deutschland. Wir erinnern uns daran, wie sie bestimmte Juden und andere Menschen vorgeschoben haben, die die bolschewistische Revolution in Russland damals gemacht haben. Du kannst jetzt auch Frankreich nehmen, du kannst ganz viele Städte, ganz viele Länder nehmen jetzt als Vergleich. Erschreckend ist doch die Tatsache, dass die Jesuiten mit ihrer Methode letzten Endes immer erfolgreich sind, weil die Herren in Schwarz, die Men in Black, ja so vom normalen, durchschnittlichen Menschen ja überhaupt nicht als verdächtig wahrgenommen werden. Ne? Diese ganze, das wäre ja mein Schlusswort, aber ich kann es nicht sagen, sonst habe ich gleich kein Schlusswort mehr. Das wäre ja furchtbar. Ja, ganz schrecklich. Fällt denn vielleicht unserem Bruder Viktor was ein? Ein Beispiel hierzu. Also jetzt noch ein konkretes Beispiel, ja, also du hast das ja schon angesprochen, im Dritten Reich sicherlich. Ja, also konkret jetzt, sage ich mal, was jetzt doch mal so herausstechen würde, an sich nicht. Man könnte sicherlich ja, den vorgeschobenen Bürgerkrieg damals in Amerika, bevor die Vereinigten Staaten gegründet wurden. Na, also erstmal den sogenannten Unabhängigkeitskrieg 1776 bis 1789. Den Bürgerkrieg 1861 bis 1865. Genau das Gleiche. Schaut, ja. Der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, war, wir können hier und da natürlich ein paar Beispiele nennen. Aber was noch viel wichtiger ist, was wir auch machen können, ist, wir können nochmal in den Eid der Jesuiten gehen, von dem wir ja bereits vorher gesprochen hatten. Und wenn ich in den Eid der Jesuiten gehe, dann steht hier, dir wurde beigebracht, heimtückisch den Samen des Neides und Hasses in Gemeinschaften, Provinzen und Staaten zu säen, die sich in Frieden befanden, sie zu blutigen Taten zu animieren, in gegenseitige Kriege zu treiben, Revolutionen sowie Bürgerkriege in Ländern anzuzetteln, die unabhängig und wohlhabend waren, Kunst und Wissenschaft kultivierten und die Segnungen des Friedens genossen. An der Seite der Kämpfer zu stehen und insgeheim mit deinem Jesuitenbruder zusammenzuarbeiten, der auf der anderen Seite tätig sein mag, öffentlich als Gegner dessen, womit du verbunden bist, nur damit die Kirche am Ende als Gewinner hervorgeht, durch die Konditionen, die in den Friedensverträgen festgehalten werden, so dass der Zweck letztendlich die Mittel heiligt. In diesem Absatz des Eides der Jesuiten finde ich ganz deutlich wiedergespiegelt, das, wozu der General hier die Vorschrift den Jesuiten in Paraguay gibt.
Es sei die Rebellion zwar von den Herren Patribus zu leiten, das heißt, ihr führt den Krieg, aber nur versteckt und vom Hintergrunde aus. Ihr installiert Puppen wie Adolf Hitler, Josef Stalin, Mussolini, Franco, Pol Pot, Mao Zedong, Idi Amin. Nennen Sie mal auf. Kannst du die ganzen letzten 3 Jahrhunderte überall die ganzen Leute aufzählen? Ihr installiert diese Puppen und lenkt sie und ihr führt diesen Krieg versteckt vom Hintergrunde aus. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Der Autor fährt fort und sagt, ohne Zweifel ahnt nun der Leser, was kommen wird. Ja. Und da wir uns beim Ahnen verlassen, werde ich jetzt das Schlusswort geben an meine beiden Brüder, und zwar erst den Viktor und dann den Michael, weil der Michael hat wahrscheinlich ein bisschen was Längeres vorbereitet, dann kann der den Abschluss gerne machen. Und da möchte ich jetzt mal eben die abschließende Bemerkung von Viktor hier zu hören, weil wir werden hier nächstes Mal weiterlesen. Ohne Zweifel ahnt der Leser nun, was kommen wird. Ja, mit der Ahnung verlasse ich euch für heute aus der Lesung. Bitte, Viktor, deine abschließenden Gedanken zu dem, was wir heute besprochen und gelesen haben. Ja, an sich, ich fand das sehr, sehr interessant, heute euch beiden auch zuzulauschen, euren Kommentar. Die Einleitung war natürlich heute etwas ausführlicher, aber ich hatte es sehr interessant gefunden. Sowieso immer, wenn wir auch natürlich uns mit den Dingen beschäftigen. Ja, ich sag mal, das ist natürlich häufiger auch Geschichte, die ja geschrieben steht, jetzt auch wie so ein Buch in dem Griesinger. Ich fand das interessant heute auch den Punkt, den du auch nochmal angesprochen hast, Jörg, die so die allgemeine öffentliche Wahrnehmung. Und ja, das ist natürlich dann häufig genau so, wie es auch der Griesinger geschrieben hat, wenn man dann mal, ja, gerade zu der Zeit ja häufig auch noch so, ja, viel Mund-zu-Mund-Informationen weitergegeben wurden. Und da, ja, haben halt die Menschen auch gar nicht, die Vorstellungskraft auch gar nicht besessen, ne? Dass man auch über sein, sag ich mal, bis zu dem Nachbardorf auch darüber hinausdenken kann, ne? Ja, ich freue mich auf die nächste Sendung oder die nächste Lesung mit euch und dann übergebe ich das Wort dann an Michael. Ja, hallo Viktor, vielen lieben Dank erstmal für deinen Kommentar und für die Überleitung zu meinigem. Und mir ist bei dieser Lesung heute von Paraguay eigentlich am allermeisten klar geworden, da wir ja jetzt mittlerweile abdriften in die lateinamerikanischen Länder, die ja deswegen lateinamerikanisch heißen, weil sie ja von der lateinischsprachigen Kirche des Vatikans entdeckt, missioniert, unterdrückt, ausgejocht und sonstige Dinge da getrieben haben. Unter der Flagge, immer unter falscher Flagge, das heißt unter der Flagge der Spanier, unter der Flagge der Portugiesen, damals in den ganzen Jahrhunderten, haben wir letzten Endes, glaube ich, damit auch einen Vorläufer der heutigen Situation erreicht, denn wir haben ja jetzt zum ersten Mal ein wirklich richtig ausländisches Land aus dem ganz, ganz, ganz fernen Kontinent Südamerika uns rausgepickt, nämlich Paraguay. Und ich denke, für mich war es jetzt am aller interessantesten, da dran zu sehen, dass die Missionierung als solche jetzt für Südamerika im Allgemeinen und jetzt für Paraguay meinetwegen im Speziellen eben überhaupt nicht für den Glauben an Jesus Christus oder für die römisch-katholische Kirche gedient hat, sondern vielmehr dadurch, die römisch-katholische Kirche als Organisation doch zu installieren. Diese Missionierung hat also überhaupt nichts mit Glauben zu tun und hat vor allem den Ureinwohnern weder spirituell noch materiell in irgendeiner Art und Weise geholfen, sondern diese Missionierung, die da mit der Peitsche da durchgezogen worden ist, durch die ganzen bekannten Eroberer, jetzt, man kann ja Pizarro und welche anderen Leute kann man ja jetzt quer durch ganze Lateinamerika jetzt verfolgen, dient eigentlich nur ausschließlich materiellen Interessen und sichert eben keinen individuellen Wohlstand für die Ureinwohner, sondern erzeugt eigentlich nur eine universelle Ausbeutung der Länder und dient sozusagen dadurch als Vorläufer einer globalen Weltordnung unter der Leitung des Vatikans.
denn nichts anderes passiert da. Es werden in jedem Land wird diese Organisation errichtet. Die hat nichts mit dem Glauben an Jesus Christus zu tun, was wir ja mittlerweile durch ganz viele Bibellesungen ja auch mittlerweile rausgeschält haben, sondern die dient alleine nur dazu, der sogenannten Mutterkirche in Rom, des Vatikans, der Stadt auf den sieben Hügeln, der Hure, die an vielen Wassern sitzt und von deren Wein die Völker der Welt betrunken gemacht worden sind, deren Wohlstand zu mehren, deren Brust zu nähren, die Menschen auszumergeln und die ganze Welt in eine gleichgeschaltete antichristliche Welt überzuführen, sodass man letzten Endes dann später die ganze Welt unterjocht, die Menschen nur noch dafür da sind, gerade noch existieren zu dürfen und den ganzen Wohlstand gar nicht dran partizipieren zu dürfen. Und im Endeffekt haben wir damit meiner Meinung nach den Vorläufer dieser sogenannten Weltregierung, wo der Papst dann hingehen kann oder wer auch immer hingehen kann und sich dann als großer Wohltäter installiert und im Endeffekt den ganzen Reichtum und der ganze Wohlstand, den der Schöpfergott uns eigentlich gegeben hat, mit der Natur, mit den Ressourcen, mit der Arbeitskraft der Menschen, die hier und woanders wohnen, komplett vernichtet werden soll, damit letzten Endes die ganze Schöpfung ins Gegenteil umgekehrt wird, damit wir eigentlich nur noch völlig als nicht spirituelle Wesen dahin vegetieren. Und für mich ist deswegen Paraguay dafür ein Paradebeispiel, wo ein Exempel statuiert worden ist, im Kleinen, so nach dem Motto, wir schauen mal, wie es in Paraguay läuft und wenn sich das dann halt da in Südamerika dann halt bewährt und auch funktioniert, dann nisten wir uns weiter ein und dieses Krebsgeschwür setzt sich dann auf die ganze Welt fort. Das war mein Schlusswort. Ja, danke Michael. Damit hast du mir im Grunde aus der Seele geredet, weil wenn wir es richtig verstehen, und das hast du sehr gut rausgebracht, wenn wir Paraguay in der Geschichte, wie sie unter den Jesuiten geleitet wurde, richtig verstehen, dann haben sie in Paraguay im Kleinen das gemacht, was sie dann später am Anfang des 20. Jahrhunderts in der Sowjetunion, die sie gegründet haben, also Russland und Anliegerstaaten, vergrößert haben und dann ganz geschickt übergezogen haben auf China und damit im Grunde einwohnermäßig ungefähr fast die Hälfte der Welt unter ihren Kommunismus gebracht haben. Sie haben es in Paraguay perfektioniert. Sie haben es dort begonnen und sie haben es bis in die Perfektion getrieben, wie wir bereits früher in dem Buch gelesen haben. Und sie haben es in einer bestimmten Weise auf dieselbe Art und Weise in der Sowjetunion gemacht und machen es heute in China. Und das ist im Grunde nichts weiteres, als uns zu zeigen, wie es schlussendlich auf der ganzen Welt aussehen soll. In Paraguay haben die Jesuiten unter Ausschluss einer weltlichen Regierung mit ihrer göttlichen Regierung, wobei wir dann den Gott haben, den kleinen Gott in Rom, mit ihrer Theokratie regiert. Und genau das strebt ihnen vor für die ganze Welt, weil das Motto der Jesuiten ist, dass die römisch-katholische Kirche die Welt regiert, der Papst die römisch-katholische Kirche und die Jesuiten den Papst. Das ist ihr Motto. Und um das zu verstehen, und um da weiter drin zu lernen, sollten wir uns an erster Stelle an der Bibel bilden. Und von daher schließe ich mit meinem bekannten Wort. Lest eure Bibel. Maranatha.